Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich heute hier zu diesem Gottesdienst am siebten Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. Er trägt auch den Titel der Abendmahlssonntag. So werden wir heute in der Predigt unter anderem auch nachdenken über die Bedeutung des Abendmahles in der Gemeinde und was Gemeinde davon als Gewinn hat. Deshalb das Thema: Was macht eine echte Gemeinde aus? In diesem Gottesdienst wirken mit, herzlichen Dank schon vorneweg, dem Posaunenchor, den wir schon gerade ganz gewaltig gehört haben, unter der Leitung von Martin Eizenhöfer. Vielen Dank für die Mitgestaltung. Vom Kirchenvorstand hier in Hirzenhain gestaltet in der Liturgie Christian Herrmann mit. Danke auch dafür. Mein Name ist Pfarrer Eberhard Hoppe. Der Wochenspruch für die vor uns liegende Woche steht im Epheserbrief im Kapitel 2, Vers 19 und heißt: So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Lassen Sie uns miteinander das erste Lied singen, 447, die Verse 1 bis 3 und Vers 7. Wir beten mit Worten aus dem 107. Psalm. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. So sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn, die er aus der Not erlöst hat, die er aus den Ländern zusammengebracht hat, von Osten und Westen, von Norden und Süden. Die Irre gingen in der Wüste auf ungebahntem Wege und fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten, die hungrig und durstig waren und deren Seele verschmachtete, die dann zum Herrn riefen in ihrer Not und er errettete sie aus ihren Ängsten und führte sie den richtigen Weg, dass sie kamen zur Stadt, in der sie wohnen konnten. Sie sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, dass er sättigt die durstige Seele und die Hungrigen füllt mit Gutem. Kommt und lasst uns den dreieinigen Gott anbeten. Amen.
Wir bekennen unsere Verfehlungen mit Worten aus dem 139. Psalm. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf ewigem Wege. Herr, erbarme dich. Das Wort der Gnade wird uns zugerufen im Brief des Titus, 2. Kapitel, Vers 14. Jesus Christus hat sich selbst für uns gegeben, dass er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das fleißig wäre zu guten Werken. Lob singet Gott und erhebet seinen heiligen Namen. Wir beten. Wunderbarer Gott, du schenkst uns alles, was wir zum Leben brauchen. Du schenkst uns Christus, deinen Sohn. Er ist das Brot des Lebens. Mache unser Herz weit, dass wir wahrnehmen, wie reich deine Güte ist für alle Menschen. Dies bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Wir hören auf die Schriftlesung für den heutigen Sonntag. Sie steht im Johannesevangelium, Kapitel 6, die Verse 1 bis 15. Und wir erheben uns dazu. Die Speisung der 5000. Danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Kind hier, das hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen aber von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbroten 12 Körbe mit Brocken, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt gekommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Gemeinsam wollen wir unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen das nächste Lied, die Nummer 302, die Strophen 1 bis 4. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.
Wir hören den Abschnitt für den siebten Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest, wie er nach der Predigtreihe vorgeschlagen ist, in der Apostelgeschichte 2, ab Vers 41. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Soweit der Abschnitt aus der Apostelgeschichte. Und nun, himmlischer Vater, bitten wir dich, schenke du uns deinen guten Heiligen Geist. Öffne du uns den Verstand und die Herzen gleichermaßen, damit wir recht aufnehmen, was du uns zu sagen hast, und schenke mir die Freude, dein Evangelium zu verkündigen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder in unserem Herrn Jesus Christus, die Frage, die Gemeinde immer wieder bewegt, über all die Jahrhunderte hinweg bis heute und bis in die Planung für die Zukunft unserer Kirchen, ist die Frage, wie sieht eine ideale Gemeinde aus? Das ist eine Herausforderung, über die wir immer noch diskutieren und noch kein Ergebnis haben. Die ideale Gemeinde, nun, ich bin sicher, wir werden noch lange warten müssen, bis wir sie haben, denn spätestens, wenn einer von uns oder ich Mitglied dort werde, sind wir nicht mehr ideal. Das ist eben genau das Problem. Wo Menschen zusammenkommen, ist immer auch etwas Menschelndes dabei. Und wie sollen wir nun diese Thematik angehen? Sollen wir es dann gar nicht versuchen, eine gute Gemeinde zu sein? Oder was könnten wir daraus lernen von der ersten Gemeinde? Der Bericht der Urgemeinde aus der Apostelgeschichte 2 ist bis heute eine wunderschöne Beschreibung der ersten Gemeinde. Anfänge sind immer fantastisch. Anfänge haben auch immer so einen besonderen Elan in sich. Neuaufbrüche und Beginne sind immer eine gute Chance, etwas ganz neu auf den Weg zu bringen. Eine ursprüngliche Kraft, eine Empathie der begeisterten Menschen, das ist etwas, was man so schnell nicht festhalten kann. Auf der anderen Seite erahnen wir schon, dieses Phänomen kann man nicht sehr lange festhalten. Das kann man nicht einwecken, nicht konservieren, nicht festhalten mit Fotos oder sonst irgendetwas, vielleicht in der Erinnerung, aber die Zeit geht weiter. Und spätestens nach 2000 Jahren wissen wir, dass Gemeinde ganz anders aussieht, als sie damals in Jerusalem begonnen hat. Was machen wir also in einer verwalteten und bürokratisierten Kirche? In einer Kirche, in der längst Strukturen und Hierarchien herrschen, in einer Kirche, wo wir Gebäude fest und starr haben, aber hoffentlich noch bewegliche Menschen. Wie gehen wir mit all diesen Dingen um, die es in der Urgemeinde überhaupt nicht gab? Es kühlt ab in unseren Gemeinden. Es ist ganz normal geworden, geht eben einfach seinen grauen Alltag weiter. Nach und nach werden die Erwartungen und Hoffnungen kleiner und immer kleiner. Und irgendwann sagt man, es ist eben so, wie es ist. Und so haben wir am Ende eine Gemeinde, die so dahin vegetiert. Oder? Das wäre schade, wenn das das Ergebnis wäre. Was machen wir also heute mit so einem Abschnitt der Urgemeinde? Was könnten wir von einer solchen Urgemeinde lernen? Ja, vielleicht wirklich noch lernen, auch wenn wir 2000 Jahre Erfahrung mehr haben als die Urgemeinde und nicht alle Fehler, die die ersten Gemeinden gemacht haben, wiederholen müssten. Aber trotzdem, glaube ich, können wir einiges lernen. Es geht ja schließlich um die Gemeinde Jesu Christi. Es geht darum, dass wir nicht nur zurückschauen,
nicht nur den Status quo erhalten, sondern dass wir einen Weg gehen auf Jesus Christus zu, auf das Morgen zu. Deshalb ist es so entscheidend, dass wir uns auch Gedanken machen, wie wir dies gestalten wollen, wie unsere Gemeinde aussehen darf. Und das ist wert genug, wenn Gemeinde Jesu Christi Leib Jesu Christi ist, eben auch von Christus her zu schauen, was das für uns als Organisation bedeuten darf. Und da entdecke ich in diesem uralten Text unglaubliche Dynamiken, die es sich bis heute lohnt, näher anzuschauen. Damals suchte die Gemeinde eigentlich gar nichts. Sie lebte aus dem Moment heraus. Zu Pfingsten war der Heilige Geist ihnen geschenkt worden und sie wussten gar nicht, was sie damit anfangen sollten. Und plötzlich passierte es eben einfach so. Und das ist ja manchmal auch ganz gut, wenn man nicht erst tausendmal eine Konferenz einberuft, einen Ausschuss bildet, alles bis zum i-Tüpfelchen durchdiskutiert, sondern wenn man in Freude und Elan einfach mal anfängt. Und dann darf man auch Fehler machen. Und das ist das Schöne in der christlichen Gemeinde, man darf Fehler machen. Und man darf sie auch korrigieren. Man muss nicht recht haben damit, nur weil man mal falsch angefangen hat, gehen wir einfach den Weg weiter falsch. Damit kommen wir auch nicht an das richtige Ziel. Aber wir dürfen dazulernen. Wir dürfen korrigieren, wir dürfen nachjustieren und wir dürfen am Ende feststellen, dass genau das das Leben der Gemeinde ist. Was lernen wir also aus dieser Pfingstgeschichte? Ein erster Impuls, der mir wichtig ist: Es ist eine Schöpfungsgeschichte. Ja, Sie haben richtig gehört, wir sind nicht auf den ersten Seiten der Bibel, wo die Erde geschaffen wurde, aber wir sind auf den ersten Seiten der Geschichte der Gemeinde. Und hier haben wir einen Schöpfungsbericht der Gemeinde. Apostelgeschichte 2 ist die Urgeschichte der Gemeinde. Man könnte sogar sagen, es handelt sich um diese Schöpfungsgeschichte, weil Gott eine Gemeinde schafft. Eine Form von Gemeinschaft, die es vorher so noch nicht gab. Es ist das Wirken des Heiligen Geistes. Es ist das Wirken Gottes, wie damals in der Urgeschichte dieser Erde. Es ist so, dass Gott eine Ordnung setzt, dass Gott etwas Neues Leben schenkt und dieses weiterentwickeln lässt, wie damals. Es ist so, dass er der Gemeinde ein neues Land eröffnet, wie damals. Und es ist tatsächlich so, dass Gott damit ganz neue Perspektiven, neues Leben, neue Welt und neue Blickrichtungen schenkt, mit denen man Dinge plötzlich anders sehen kann als vorher. Eine neue Möglichkeit entsteht, auch Dinge anders zu gestalten. Plötzlich gibt es nicht nur Familie im ursprünglichen Sinne, sondern es gibt plötzlich auch Familie im Glauben. Die ganze Gemeinde ist eine große Familie. Gott lädt dazu ein. Wir sind nicht mehr Gäste und Fremdlinge, wie der Wochenspruch sagt, sondern wir sind Gottes Hausgenossen. Wir gehören in die große Familie, in das große Haus, Kirche mit hinein. Und da ist es gut, dass wir miteinander, auch füreinander da sein dürfen. Dass wir plötzlich ein Stück Verantwortung füreinander nehmen. Dass da keiner unter den Rädern verloren geht. Dass wir die Nächstenliebe praktizieren können. Dass wir Gemeinschaft haben über den Gaben und den Talenten, die Gott jedem Einzelnen gegeben hat, dass wir sie austeilen dürfen und davon profitieren können, dass wir Aufgaben verteilen können. Und da ist keine besser und keine schlechter, sondern die Summe aller getanen Arbeiten ist das, was das Ergebnis bringt. Und das darf uns klar machen. Ein Blick zurück, ein Blick zu den Anfängen stärkt uns, um einen Blick auf die Zukunft zu haben. Ja, wir sind eine große Familie, deshalb nennen wir uns auch Schwestern und Brüder im Herrn. Wir sind Geschwister, wir gehören zur Familie. Und da müssen wir auch wissen, Freunde und Bekannte kann man sich aussuchen, Familienmitglieder nicht, die hat man einfach. Das heißt, wir werden da auch manchmal anecken. Wir werden nicht mit jedem warm werden, wir werden nicht alle sympathisch finden. Und trotzdem werden wir wertschätzend und mit Respekt miteinander Gemeinde gestalten. Das ist genau die Aufgabe, die wir von der Urgemeinde lernen dürfen. Wildfremde Menschen aus allen Völkern und allen Sprachen kamen zusammen
und sie lernten, miteinander umzugehen. Das ist genau das, was wir von Gemeinde lernen können. Ein zweiter Aspekt, den ich in der Apostelgeschichte 2 entdecke, ist mir genauso wichtig. Christ werden und Christ bleiben. Es war eine ganz hervorragende Idee Gottes, durch das Wirken des Heiligen Geistes viele Menschen, es heißt hier, am ersten Tag wurden 3000 dazugegeben, dass 3000 Menschen zu der Gemeinde dazukamen. Nein, eigentlich erst die Gemeinde bildeten, denn sie kamen ja zu dem Zwölferkreis der Jünger dazu. Und jetzt war eine große Gemeinde da. Gott hatte ihnen die Herzen geöffnet, Gott hatte ihnen die Freude ins Herz gegeben, Jesus Christus als den auferstandenen und lebendigen Herrn ganz neu zu sehen. Und mit diesem Glauben an Jesus Christus war jetzt aber eine große Gefahr gegeben. Es hätte schnell ein Strohfeuer werden können oder bleiben können. Eine enorme Begeisterung. Aber wie sieht es in den nächsten Tagen aus? Jerusalem war eine große Stadt, eine Weltstadt. Die Menschen dort waren zu einem Wallfahrtsfest gekommen. Nach ein paar Tagen ist das Fest fertig und dann geht jeder wieder nach Hause. Deshalb erfahren wir auch von der Gemeinde in Jerusalem zunächst nicht viel. Ein kleiner Haufen sozusagen, von wegen 3000 Leute. In alle Lande waren sie verstreut. Und nun ist die Frage, was hält sie noch zusammen? Oder ist das Strohfeuer bald weg und der graue Alltag, die irdischen Dinge wie Arbeiten, Familie, Haus und Hof, haben längst die Menschen in Beschlag genommen. Das wäre die Gefahr. Christ werden ist relativ einfach, aber Christ bleiben braucht alle Kraft und alle Energie, alles Durchhaltevermögen, alle Motivation, alle Ermutigung, die wir uns nur vorstellen können. Bei einer Vorbereitung einer großen Evangelisation haben wir eine Schulung mitgemacht. In der Schulung war einer der Lehrsätze: Ihr braucht 5-10% eurer Kraft, um die Menschen einzuladen und die Evangelisation durchzuführen. Aber ihr solltet 90% eurer Kraft darauf setzen, die Nacharbeit zu machen und die Leute bei der Stange zu halten, sie später zu besuchen, ihnen nachzugehen, in die Gemeinde mit zu integrieren. Die meisten Initiativen setzen 90-95%, manchmal 110% in die Veranstaltung hinein und hinterher sind alle müde, kaputt und erschossen. Das ist die falsche Strategie, falls wir überhaupt von Strategie sprechen können, denn letztlich ist es das Wirken des Geistes Gottes. Was war es für ein Glück, dass diese Gemeinde entdeckte, wir brauchen ein paar Dinge, die uns zusammenhalten. Ein paar Dinge, die wir gemeinsam brauchen, damit wir Stabilität bekommen. Und deshalb stellen Sie sich einfach mal einen Tisch vor mit 4 Beinen. Wenn Sie ein Bein absägen, werden Sie feststellen, das Ding wackelt. Und wenn Sie nur 3 Beine haben, dann steht er zwar, aber wehe, es kriegt auf der einen Seite zu viel Gewicht drauf. Dann kippt der ganze Tisch. Und 2 Beine geht schon gar nicht. Und 1 Bein, naja, dann muss unten ein großer Teller, um das Gewicht zu halten, eine große Platte sein. Also 4 Beine ist die ideale Form, um eine stabile Basis zu bekommen. Was waren die 4 Elemente, die die Gemeinde dauerhaft zusammenhielt? Egal wie groß sie war. Die kleine Gemeinde mit 15, 20 Leuten im Hauskreis, ganz genauso wie die, die ein paar hundert vielleicht hatten. Und das waren die Note Ecclesiae, wie sie in der Dogmatik so schön genannt werden, die Zeichen der Gemeinde. Die Gemeinde zeichnet sich aus durch 4 Standbeine. Das erste Standbein war die Lehre der Apostel. Das heißt, die Bibel, das Wort Gottes selber, das war die Lehre der Apostel. Das haben sie immer wieder weitergegeben, in den Hauskreisen, in den Bibelstunden, in den Gesprächen, in den Gottesdiensten. Das war die Aufgabe des Paulus, den Gemeinden einen Brief zu schreiben, der wurde im Gottesdienst vorgelesen. Danach haben sich die Menschen orientiert. Also das Wort Gottes, in welcher Form auch immer, das ist egal. Egal welche Übersetzung, egal wie, aber ohne die Bibel wird das nicht stabil werden. Wir brauchen das Wort Gottes. Das zweite war die Gemeinschaft. Sie haben ganz schnell festgestellt, Einzelkämpfer sein bringt uns nicht weiter. Wir brauchen den Austausch untereinander. Wir brauchen das Gespräch. Wir brauchen das Miteinander.
Deshalb ist es ganz entscheidend, dass nicht eines der Beine nur einfach die Wortgemeinschaft war, die Abendmahlsgemeinschaft, die Gebetsgemeinschaft, sondern Gemeinschaft noch zusätzlich. Was ist das denn dann? Es ist nicht die Sitzgemeinschaft heute früh hier in diesem Gottesdienst, die uns zur Gemeinschaft bringt, sondern dass wir vorneweg und hinterher ins Gespräch kommen, dass wir Interesse aneinander haben, dass wir fragen, kann ich für dich beten? Darf ich dir irgendwo helfen? Was ist dein Thema zurzeit? Das macht Gemeinschaft aus, sich auszutauschen, miteinander Verantwortung zu tragen aneinander. Das dritte Standbein war das Brotbrechen. Das klassische Abendmahl, und deshalb ist dieser Text auch für heute, den siebten Sonntag nach dem Trinitatisfest, ausgesucht worden. Das Abendmahl ist eine der Grundsäulen der Gemeinde, sich immer wieder neu daran zu erinnern, dass Jesus Christus gelitten hat, dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha gestorben ist, dass Jesus Christus aber auch auferstanden ist und als der lebendige Herr uns unser Leben bereichern möchte, erhellen möchte, uns die Sünden vergibt. Das ist genau die Aufgabe des Abendmahls. Eine Gemeinde, die kein Abendmahl mehr feiert, ist arm dran. Ihr fehlt dieses Standbein. Es gibt Gemeinden, die feiern es sogar jeden Sonntag, weil es ihnen so wichtig ist. Es gibt in Klöstern die Tradition, sogar täglich das Abendmahl zu feiern. Das ist alles eine Frage der Form. Das kann man so oder so machen. Nur es ist entscheidend, dass wir es machen. Das ist das Standbein, dass wir daran teilnehmen und dass wir über dieses Abendmahl uns immer wieder in Erinnerung bringen, was Christus für uns getan hat. Und das vierte Bein ist eine ganz entscheidende Sache, nämlich das Gebet. Da ist das persönliche Gebet mit gemeint, das Reden mit Gott, das die Hände falten und einfach dem Herrn sagen, was mich bewegt, aber gleichzeitig auch zu sagen, was ich für andere erbitte. Und gleichzeitig auch den Herrn anzubeten und ihm die Ehre zu geben, ihm zu danken für das, was er schon geschenkt hat. Dieses Bewusstsein, dass wir einen Herrn über uns haben, macht uns demütig. Nicht, dass wir überall unten drunter durchklettern, macht uns demütig, sondern dass wir wissen, dass wir unter Gott in dieser Welt Verantwortung tragen. Deshalb brauchen wir den Austausch mit Gott. Deshalb brauchen wir das Gebet. Soweit die vier Note Ecclesiae, die vier Zeichen der Gemeinde. Aber wenn wir genau reinschauen in diesen Abschnitt, dann steht da vorneweg, sie blieben aber beständig. Liebe Gemeinde, ich bedauere, dass die Dogmatik unserer Kirche dieses eigentlich fünfte Standbein nicht mit hineingenommen hat. Die Beständigkeit, das Dranbleiben, ist etwas, was Kirche in besonderer Weise auszeichnet. Das ist es, was uns auf Dauer wirklich zusammenhält und Motivation gibt, uns den Mut gibt, weiterzumachen. Sie blieben aber beständig. Die Beständigkeit, auch wenn es mir mal nicht so gut geht, trotzdem zum Gottesdienst zu gehen, auch wenn ich heute eigentlich was anderes vorhabe zu sagen, das kann ich auch noch hinterher machen. Das ist genau diese Sache. Was für ein Glück, dass damals die Gemeinde kein Auslaufmodell war. So ein Blitzlicht für einen Tag und dann ist es dahin geplätschert. Was für ein Glück, dass die Menschen diese vier Standbeine plus die stabile, beständige Tischplatte hatten. Das ist das Entscheidende, diese Beständigkeit, da zu sein und jeden Tag neu der Gemeinde zu dienen. An jedem Ort, wo immer Menschen diese gute Erfahrung mit Jesus Christus gemacht haben, kamen sie zusammen und stärkten sich, begleiteten sich, luden andere Menschen ein, suchten neue Menschen dazu, gemeinsam lobten sie Gott, sie beteten füreinander und miteinander und so waren sie eine vertraute und verlässliche Gemeinschaft, die auch Aufgaben in der Gesellschaft übernehmen konnte. Ein dritter Aspekt. Die Gemeinschaft. Die ersten Christen hatten zwei Pole, die ihnen ganz wichtig waren. Das erste war, sie gingen täglich zum Tempel, also in die gottesdienstliche Andacht, die damals angeboten wurde. Und zum zweiten, sie trafen sich reihum in den Häusern und hielten Gemeinschaft miteinander. Beides gilt. Das Auftanken am Sonntag
aber sich in der Woche auch noch mal mit anderen treffen und Gemeinschaft haben. Sei das ein Hauskreis, eine Bibelstunde, eine CVJM-Jungschar, was auch immer, ein Seniorennachmittag. Es muss auch nicht jede Woche sein. Es reicht auch 14-tägig oder alle 4 Wochen. Aber irgendwas mehr als nur in den Tempel gehen. Das ist das, was Christen ausmacht. Die brauchen zwischendrin auch noch Stärkung. Sie trennten sich also nicht von der alten Tradition und sagten, die ist jetzt überholt, jetzt machen wir was Neues, sondern sie machten das Alte und stabilisierten den Glauben an den lebendigen Gott durch die Gemeinschaft, die sie in Jesus Christus hatten. Und darin spüren sie das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist ein Dreieck, das unglaublich viel der Gemeinde damals gebracht hat. Der Tempelgottesdienst war für Jesus unabdingbar wichtig. Wann immer es ging, ging er in den Tempel. Der Apostel Paulus auf seinen Reisen suchte als erstes, wenn der Schabbat anstand, immer einen Tempel auf, eine Synagoge, eine gottesdienstliche Versammlung. Und mit der neuen Idee von Jesus Christus kamen die Hausversammlungen dazu. Das vertrauensvolle Gespräch, das Miteinander begleiten, das Füreinander Dasein, die Gastfreundschaft, das war so im großen Tempel nicht möglich. Dazu braucht man die kleinere Gruppe, den kleineren Kreis. Aber hier ereignete sich das, was sie im Großen gehört haben. Hier konnten sie in die Praxis umsetzen, was sie sonst nur wahrgenommen hatten. Bei der ersten Gemeinde war es wichtig, dass beides zusammenkommt. Die überschaubare und persönliche Gemeinschaft in den Häusern und die große Gemeinschaft, dass man zur Gemeinde weltweit dazugehört, weit über den eigenen Horizont hinaus. Das ist ganz wichtig. Und ein viertes, was ich entdecke, es wird berichtet vom Besitz, vom Eigentum, den jeder hatte. Die ersten Christen haben vieles davon geteilt. Plötzlich bekommen sie eine neue Perspektive für Wertigkeit. Ist das, was mir so wichtig ist in dieser Welt, wirklich auch bei Gott so wichtig? Ist es entscheidend, wie viel auf meinem Gehaltszettel oder auf meinem Rentenbescheid oder meinem Sozialhilfebescheid steht? Oder ist es nicht eher die Frage, wenn ich damit auskomme, kann ich noch was abgeben und wer bräuchte es? Das ist genau die Frage. Plötzlich bekommen die Christen eine neue Perspektive zu irdischen Gütern. In dieser Welt zählt, wer viel hat, bedeutet viel. Wer groß rauskommen will, muss viel haben. Die kleine Rolle, die möchte keiner spielen. Wenn, dann will man eine große Rolle spielen. Und plötzlich kommen ganz schnell neben Geld und Kapital die Machtfragen ins Spiel. Und ich sage Ihnen eins, das hat die Gemeinde schnell gemerkt, auf den nächsten Seiten der Bibel kann man das nachlesen. Wenn diese Machtstrukturen reinkommen, gibt es nur Zoff und Schwierigkeiten. Es ist gut, wenn wir die rauslassen. Alle in der Gemeinde sind wichtig. Da gibt es keinen, der wichtiger ist oder besser ist oder besonders oben ansteht. Wo Machtfragen reinkommen, das sehen wir bis in unsere Kirchen hinein, ist der Missbrauch am größten. Nein, der Auferstandene hat sich zum Diener gemacht. Und ich weiß nicht, ob das viele unserer Minister in der Regierung noch wissen, auf Kreis-, auf Landes- oder auf Bundesebene. Der Begriff Minister ist ein lateinischer Begriff und er heißt wörtlich übersetzt Diener. Ich weiß nicht, ob sich die ganzen Herrschaften bewusst sind, dass sie Diener des Volkes sind. Da kommt der Begriff Minister her. Also wir sollten uns klar machen, auch wenn wir Verantwortung tragen, gerade wenn wir Verantwortung tragen, tragen wir sie für die Mitmenschen. Und das ist eine ganz andere Perspektive, die ganz wichtig ist. Letztlich kann doch keiner was von seinem, was er meint zu haben, am Ende mitnehmen. Das wissen wir alle. Und trotzdem raffen wir und sammeln und wollen immer mehr. Die ersten Christen haben entdeckt, dass das, was ihnen zum Essen und Trinken für den Tag reichte, eben reicht. Und wenn sie sehen, dass andere das nicht haben, konnten sie davon abgeben. So haben sie überflüssige Dinge verkauft. Sie haben Grundstücke, die zu viel waren, die sie sowieso nicht brauchten, verkauft und haben das Geld der Armenküche gegeben, damit die eben mittags für Obdachlose, Witwen und Waisen eine Suppe kochen konnten. Irgendwie schenkte Gott ihnen die Einsicht, so ein Stück etwas Gutes zu tun,
damit die Gemeinschaft untereinander gefördert wird. Und gleichzeitig, und das ist das Spannende, tun die Menschen, die etwas abgeben, etwas Gutes. Heute, viele Jahrzehnte später, Jahrhunderte später, wissen wir aus der Neurophysiologie, aus der Hirnforschung, dass es dem Menschen gut tut, wenn er etwas abgibt. Das ist gar nicht so uneigennützig, wenn wir das tun. Wir kriegen ein gutes Gefühl, so sagen wir. Und dieses gute Gefühl ist ein Ausschütten von Hormonen im Gehirn, von Euphinen, die uns das Gefühl geben, jetzt hast du wirklich etwas getan, was menschlich ist. Und genau das ist ja nicht schlecht. Es ist von Gott angelegt, dass es gut tut, etwas abzugeben. Wir gönnen uns das bloß so selten. Also, wenn Sie sich was Gutes tun wollen, überlegen Sie, was Sie abgeben wollen. Das können wir von der Urgemeinde lernen. Die Liebe Gottes, die jeder zum Glauben gekommene Christ damals spürte, beflügelte die Gemeinde dazu, jetzt diese Gemeinschaft, diese Nächstenliebe auch in die Tat umzusetzen. Und damit wurde eine ganz neue Ausrichtung auch in die Gesellschaft gegeben. Damit sahen die anderen Menschen, die machen was anders. Und das machen die sogar noch gern. Es steht sogar in unseren Texten, sie haben es mit Freude getan. Und das ist etwas, was wir als ansteckenden Glauben bezeichnen. Sowas wäre doch nicht schlecht. So wurde die erste Gemeinde eine weltweite Bewegung bis heute. Und wir würden heute hier in Hirzenhain nicht sitzen, wenn nicht diese Bewegung damals so angefangen hätte und Wurzeln geschlagen hat, weitergegangen ist, weltweit weitergegangen ist. Sie lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Das war eine Ausstrahlung des Glaubens, die hat viele neugierig gemacht. Das überzeugte. Und so wünsche ich uns, dass wir ein Stückchen von dieser Urgemeinde lernen. Auch wenn sie eine ideale Struktur vorgibt, die wir heute nicht mehr nachmachen können. Aber ich glaube, wir können ein paar Aspekte ganz neu in unser Nachdenken hineinbringen. Und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Lassen Sie uns aus dem Lied 320 die Verse 1 bis 4 und Vers 8 miteinander singen. Thank you.
Lasst uns miteinander und füreinander beten, wir erheben uns dazu. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du damals in Jerusalem durch das Wirken des Heiligen Geistes eine erste Gemeinde gegründet hast. Wir danken dir aber vielmehr, dass du dieser Gemeinde auch vier Säulen geschenkt hast mit einer stabilen Basis obendrauf, dass Gemeinde bis heute stabil geblieben ist und bis heute leben darf. Und wir danken dir deshalb auch ganz besonders für unsere eigene Gemeinde. Wir nehmen sie allzu selbstverständlich hin, aber es ist ein Geschenk, dass es sie gibt. Es ist ein Geschenk, dass so viele Menschen sich dazu zählen. Und es ist ein Geschenk, dass wir bis heute diese vier Beine und die Tischplatte wissen dürfen in deinem Namen. So bitten wir dich für deine Gemeinde weltweit. Du weißt, dass viele Gemeindeglieder in manchen Ländern schwer zu arbeiten und zu leiden haben. Du weißt, Herr, wie viele auch im Gefängnis sitzen um ihres Glaubens willen, die verfolgt werden oder mit ihrem Leben sogar bezahlen müssen. Herr, stehe du ihnen besonders bei und schenke ihnen Kraft und Helfer zur Seite. Wir bitten dich auch für alte und kranke Menschen in unserer Gemeinde, Herr. Du weißt selber, wie viele vielleicht gerne heute gekommen wären, aber nicht kommen konnten. Sei du mit ihnen und hilf ihnen in besonderer Weise. Herr, wir befehlen dir auch den Frieden in dieser Welt an. Du siehst, an wie vielen Orten auch heute gekämpft wird, Menschen unnötig ihr Leben verlieren, ein Mensch den anderen Menschen das Leben schwer macht. Herr, ich bitte dich, schenke du Weisheit und Erkenntnis in die Herzen und die Köpfe der Verantwortlichen, dass sie sich wirklich als Minister, als Diener für ihr Volk einsetzen. Und Herr, wir bitten dich auch für die Traurigen in unserer Gemeinde. Wir gedenken an Herrn Manfred Baum, der 85 Jahre alt werden durfte. Er wurde am 19. Juli hier auf unserem Friedhof in Hirzenhain beigesetzt. Trost fanden wir mit dem Wort aus Hebräer 13, Vers 14. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Herr, wir danken dir für die Botschaft der Auferstehung in Jesus Christus. Lass uns getröstet sein in dir. Und alles, was uns ganz persönlich bewegt, bringen wir nun in einen Moment der Stille vor dich, Herr. Herr, höre du unser Gebet. Und gemeinsam lasst uns beten mit den Worten, die Jesus seinen Jüngern gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Gemeinde wird gebeten, wieder Platz zu nehmen. Die Kollekte unseres heutigen Gottesdienstes ist für zwei Projekte gedacht, für Klimaschutz kreativ, so heißt die Überschrift. Das eine Projekt heißt Drei Kühe beleuchten ein Haus. In Afrika ein besonderes Projekt und das andere heißt Brücken bauen mit der Sonne. Die Gaben sind Ihnen herzlich empfohlen. Gott segne Sie in diesen Projekten. Herzlich einladen darf ich Sie für heute Nachmittag ab 15 Uhr. Ist das Kaffeetrinken, der Sonntagskaffee des CVJM, heute hier im Gemeindehaus nebendran. Am kommenden Sonntag, den 30. Juli, ist um 10 Uhr Gottesdienst dann in Simmersbach im Pfarrgarten und dort werden wir uns dann treffen. Und nun singen wir noch das letzte Lied, 327, die Verse 1 bis 4. Thank you.
Wenn wir nun in die kommende Woche gehen, so gehen wir nicht alleine. Gott begleitet uns durch sein Wort. Er stärkt uns mit der frohen Botschaft von Jesus Christus und er ermutigt uns zu hoffnungsvollen Taten der Nächstenliebe durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir erheben uns und bitten um den Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Ihnen allen noch einen gesegneten Sonntag, eine gute Woche, ein herzliches Gott befohlen und lassen Sie sich's gut gehen weiterhin. Wir nehmen noch mal Platz und hören das Nachspiel.